nach 18 Uhr. Michael und David kommen gerade von einem Einsatz. Wir werden jetzt ein Lied singen. Als Rettungsteam harmonieren die beiden perfekt. Als Gesangsduo nicht immer. Jetzt musst du wieder eskalieren. Mann, das ist... Leb damit. Ich wette, ich sitze 2 Stunden und anfange wieder an. Oh, Würmer sind zeitlos. Das ist traurig, ey. LKS 8313. 8313, hört. Kommt ein neuer Einsatz. Auf der Rückfahrt zur Wache wurden wir zum nächsten Einsatz alarmiert. Gemeldet war ein Sturz mit Sonderrechten. Sonderrechten bedeutet, dass wir Sonder- und Wegerechte haben. Das ist im Gesetz verankert. Das heißt Martinshorn und blaues Blinklicht. Und verschafft uns dann die Möglichkeit, schnell zu fahren. Und die anderen Verkehrsteilnehmer müssen uns Platz verschaffen. Noch wissen die Rettungskräfte nicht, wie schlimm der Sturz ist. Ob vielleicht sogar Lebensgefahr besteht. Und vor Ort erwartet sie gleich das nächste Hindernis. Ja, das Klingelschild wird jetzt interessant. Am Einsatzort hat sich für uns das Problem gezeigt, dass wir das Klingelschild nicht gefunden haben vom Patienten, da wir einen anderen Namen hatten, beziehungsweise die Leitstelle bei der Telefon-, bei der Notrufaufnahme den Namen nicht richtig verstanden hat und wir dann eben nur erraten konnten, welcher Name denn der richtige ist. Hier kommen wir mal. Jede Verzögerung kann im Ernstfall schlimme Folgen haben. Zum Glück kommt ihnen die Frau des Patienten im Etagenflur entgegen. Die Frau wirkte auf uns sehr aufgeregt, hat uns sehr aufgeregt empfangen, hat wild gestikuliert und uns versucht, möglichst genau zu erklären, was schon in der Wohnung vorgefallen ist. Meine Mann ist gefallen. Hallo. Wir sind gleich zu, ein paar Minuten. Grüß Gott. Hallo. Ich weiß nicht. Ich bin gut, diese Frau sagen, ich bin gut. Nein, ihm gefallen. Gott. Seit Sie sind hingefallen. Wissen Sie noch, wie Sie hingeflogen sind? Wissen Sie, dass Sie gestürzt sind? Nein, er weiß nicht. Ja, er weiß nicht. Ich bin so viel. Haben Sie heute Alkohol getrunken? Schauen Sie mal, ganze Zeit. Haben Sie Alkohol? Haben Sie? Bitte prüfen diese Mann. Okay, ich prüfe. Ja, wir gucken mal. Nehmen Sie so, bitte. Können Sie mal schon die Zigarette ausmachen? Dann gucke ich nach Ihnen, wenn Sie nichts. Zigarette finish. Grundsätzlich versucht man natürlich, uns einen Überblick zu verschaffen. Wie ist die Wohnsituation? Was können unter Umständen auch noch an Gefahren für uns lauern dort in dieser Wohnung? Wie viele Personen sind in der Wohnung? Und wo ist unser Patient? Was ist denn genau passiert? Aber also, alles gut. Also, bleiben Sie. Ich weiß nicht, was er macht. Nein, setzen Sie sich. Sitzen. Hin Sie einfach. Ich sitzen. Haben Sie Alkohol getrunken? Alkohol? Ja, getrunken. Wie viel? Wie viel? Getrunken. Drei ist. Ist das Jägermeister pur oder ist das gemischt? Jägermeister, ja. Gut, Maria, alles mal, sag mir. Gut. Ich bin nicht gut. Tut Ihnen irgendwas weh? Er wird immer andere Menschen. Er redet nichts Unsinn. Ich falle runter. Möchten Sie, dass wir nach Ihnen schauen? Ja, bitte schauen Sie. Das muss er sagen. Möchten Sie, dass mein Mann, er will nie. Er ist möchten Sie, dass ich Sie einmal untersuche? Ja. Ja, sitzen. Ich schau einmal schon, tut es da was weh? Er ist nicht normal Schmerzen? Mit seinem Kopf. So, einmal zu. Er hat keine Wille. Nehmen Sie Platz. Bitte, hat keine Wille. Sitzen. Die Stimmung ist gereizt, fast schon bedrohlich. Der Sturz ist offenbar nicht das einzige Problem. Gestern wollte er sich umbringen. Die Frau hat uns auch berichtet, dass ihr Mann sich am vorigen Tag mehrmals vor Autos gelaufen ist, scheint es in suizidaler Absicht, also in der Absicht, sich selber zu töten oder sich selber zu verletzen. Was der Mann jetzt auch verneint hat, dass er sich nicht daran erinnern kann. Ist der Patient eine Gefahr für sich selbst oder vielleicht sogar für andere? Die Situation ist extrem unübersichtlich. Dürfen wir mal in die Augen schauen? In die Augen, nur mit einem kleinen Licht. Mal zu mir. Nein, ich goggle normalerweise. So, einmal den Kopf still lassen und nur der Lampe folgen. Nur der Lampe. Schauen Sie mal auf die Lampe. Ich muss gucken, diese Lampe.
Darf ich Kopf angucken, hinten? Aber Milch getrunken, so der Jura. Ist der Quass im Kopf? Also Jura, Jura. Eine Beule oder sowas will ich wissen. Aha, ja. Aufs Blut. Schrecksekunde für die Retter. Bei der Untersuchung zuckt der Mann plötzlich zusammen. Es scheint sich um eine Art Anfall zu handeln. Michael und David versuchen, ihn zu beruhigen. Mal nichts trinken, mal nichts. Das lassen Sie. Mal, bitte, kein, bitte kein Alkohol. Solange wir da sind, bitte nicht. Ja? Komm hier. Na, alles gut. So, nein, solange Sie... Dieser macht kaputt von mich. Guck, machen wir... Nein, guck, ich getrunken. Na. Dieser machen wir... Nein. Alles mal machen wir, guck. Nein, alles gut. Er sagt, aber ich schlage ihn. Wer? Schlagen. Ja. Er Sie. Ja, in der ersten Sache habe ich nicht geschlagen. Ja, ja, aber nicht machen. Mhm. Okay. Machen wir auch gleich. Das machen wir auch gleich. Da der zweite Herr am Tisch, der auch schlecht Deutsch sprach, die gesamte Situation massiv gestört hat und auch auf mehrere Bitten und auch klare Ansagen, ruhig zu sein und auch den Raum zu verlassen, nicht reagiert hat, haben wir uns entschieden, relativ subtil die Polizei dazu zu ziehen, einfach um den Eigenschutz für uns zu wahren, weil die Gesamtsituation sehr aufgeheizt und eine sehr aggressive Stimmung geherrscht hat. David 8313, grüß dich. Schick mal die Polizei dazu. Dringend. Dringend, jawohl. Hey. Maria, dieser Krankenhaus macht mich kaputt. Es ist ja nicht gesagt. Es ist ja nicht. Hat er irgendwie schon. Er hat was anderes. Psychische Krankheit. Verstehen Sie? Ja. Die ganze Zeit. Ich will so hatte das schon öfter? Hatte es auch schon sonst? Ja. Davor schon? Ja, viele. Ganze Zeit. Ist es psychisch bedingt, vom Kopf her? Ich denke vom Kopf. Okay, war er da schon mal beim Arzt deswegen? Nein. Das ist eine Situation, die relativ schnell eskalieren kann, wenn man nicht frühzeitig mit Kommunikation und Deeskalation entgegenwirkt. Wir haben das relativ einfach versucht. Wir haben uns einfach ein Stückchen auch zurückgezogen von den Personen einfach entfernt, um einfach ein bisschen Distanz zu schaffen. Die sind im Hospital, bitte. Nee. Ja, aber nicht gegen seinen Willen. Das muss, aber müssen die nachher erklären, ob sie aber da... Ich bin seine Frau, ich bin verantwortlich. Nein, aber er ist ja... Hören Sie bitte schon zu. Ihr Mann ist in der Lage, selber Entscheidungen zu treffen und solange... Er ist nicht in der Lage. Ja, aber Sie dürfen nicht feststellen, ob er in der Lage ist oder nicht. Weil wenn er mir sicher sagen kann, er möchte von uns nichts bekommen... Ja, seien Sie doch bitte leise. Weil wenn Sie nicht, hören Sie schon zu, wenn Sie nicht leise sind, gehen Sie bitte aus der Wohnung, okay? Ja. Er macht hier Sachen, wo nichts mehr. So viel getrunken, kommst du 12 Tage nicht. Ja, was habe ich Ihnen gerade gesagt? Herr, hallo, Sie hören mir schon zu. Nein, Sie sind bitte leise. Hey, hallo. Machen wir dieser für mich? Nein. Dieser für mich. Das ist Tatütata. Wie unser Auto. Auto? Ja, wie unser Auto macht auch Tatütata. Aufgrund seiner Erkrankung und natürlich auch des Alkoholkonsums hat er die ganze Situation nicht verstanden. Er hat auch seine Erkrankung nicht wahrnehmen können. Das lag aber auch an der Erkrankung selber. Und hat dann immer gedacht, dass seine Frau die Polizei jetzt gerufen hat, um ihn verhaften zu lassen. Was ist denn überhaupt der ganze Stress? Jetzt machen wir Er sagt, ich schlage nicht immer. Sie sind jetzt leise. Ja, Entschuldigung. Ich bin doch da, um dir zu helfen, wenn du Stress hast. Ich bin gut. Ah, ja, du bist polnische Leute, aber normal. Ich bin krank. Genau. Also, dann Sorry, das ist schlecht. Hey,
gehen Sie bitte in Ihr Zimmer, Entschuldigung. Sie? Gehen Sie in Ihr Zimmer, bitte. Nein, Sie gehen jetzt bitte. Bitte gehen Sie ins Zimmer. Entweder ruhig oder raus. Ich bin seine Frau. Rüber. Okay, Dankeschön. Ja, alles gut, wir kümmern uns um ihn, aber Sie sind bitte nur gerade im Weg. Deeskalation und Selbstverteidigung sind Teil der Ausbildung der Stuttgarter Notfallsanitäter. Trotzdem sind Michael und David froh, als endlich die Polizei eintrifft. Ihr Patient allerdings gerät dadurch nur noch mehr in Panik. Ja, ja, okay. Sie darf ja auch mit. Aber jetzt... Er will nicht mit ihm gehen. Genau. Er will nicht. Ja. Bitte. Lass uns auf meine Mann. Der Mann stürzt erneut. Gerät die Lage jetzt völlig außer Kontrolle? Für mich ist die Fahrt mit dem Patienten relativ gut, weil ich weiß, die Polizei fährt hinter uns her. Falls was sein sollte, haben wir schnell die Polizei da. Der Patient ist angeschnallt auf der Trage. Das heißt, ich habe auch eine gewisse Barriere. Und im Zweifelsfall bin ich schneller aus dem Auto abgehauen, wie der Patient bei mir ist. Alles gut, ich will Sie anschnallen. Ich schnall Sie nur an. Alles gut? Ich schnall Sie nur an. Ich schnall Sie nur an. Ich bin aggressiv. Nein, Sie nicht, Sie nicht, Sie nicht. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Patois, patois. Der Mann stammt aus Tunesien, wo viel Französisch gesprochen wird. David versucht auf diesem Wege, sich mit ihm zu unterhalten. Doch eine genaue Untersuchung ist nicht einfach. Auch weil der Patient zwischendurch immer wieder kurz in eine Art Ohnmacht zu fallen scheint. Ça va? Ça va, Mohamed? Ça va? Oui, Bruder. Ich bin okay. Parfait. Eine Stunde nach dem Notruf erreichen die Rettungssanitäter mit dem Patienten und seiner Frau die Notaufnahme. Wir bringen den jetzt zum Neurologen. Da wird er erstmal neurologisch untersucht, ob das eine neurologische Ursache hat. Und danach wird ein Psychiater kommen und ihn sich angucken, ob das daher kommt, die Probleme, die er hat. Ja? Okay. Die Ärzte können keine körperlichen Probleme feststellen und vermuten psychische Ursachen hinter den Anfällen. Möglicherweise leidet der Mann unter einer sogenannten dissoziativen Störung, oft ausgelöst durch traumatische Erlebnisse. Die Patienten können dann die Kontrolle über bestimmte Körperfunktionen verlieren. Nach unseren Dreharbeiten wurde der 41-Jährige noch 4 weitere Male vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Er braucht dringend psychologische Hilfe. Mein Herr. Soll ich die 2 drücken? Ja, bitte. Sie haben das Licht angelassen. Ja. Sie haben Post. Seien Sie mein Licht. Der nächste Einsatz kann jetzt kommen. Wir sind wieder hier auf der Wache und bereit für das nächste. Kommen Sie, geh rein. Beide. 5 Minuten später müssen die Lebensretter schon wieder ausrücken. Die Einsatzmeldung: bewusstlose Person. In einem solchen Fall besteht häufig Lebensgefahr. Die Leitstelle schickt zeitgleich einen Notarzt los. Also wir fahren in eine Privatwohnung zur Bewusstlosigkeit, zusammen mit einem Notarzt mit Sonderrechten. Wir wissen, dass das Ganze über den Hausnotruf festgestellt wurde. Von dem her müssen wir jetzt mal schauen, was wir da vorfinden. Primär kann man jetzt nicht einschätzen, ob die Patienten vor unserem Eintreffen wieder zu Bewusstsein kommen. Aber das müssen wir schauen. Dadurch, dass es in der Privatwohnung ist um die Uhrzeit, kann auch gut sein, dass eine Reanimationssituation vorliegt. Da müssen wir mal schauen, wie das Ganze sich darstellt. Bei einer Wiederbelebung zählt jede Sekunde. Zum Glück ist es spät abends, die Straßen sind frei. Bei so einer Einsatzmeldung macht man sich natürlich mehr Gedanken, weil gerade um die Uhrzeit in einem Einfamilienhaus, in einer guten Wohngegend, sind auch schwerwiegende Erkrankungen deutlich wahrscheinlicher. Und deswegen sind wir mehrere Eventualitäten auch schon voraus schon mal durchgegangen und haben uns auch etwas mehr darauf vorbereitet. Dadurch, dass wir jetzt in den Stuttgarter Osten reinfahren, kann es sehr gut sein, dass wir enges Treppenhaus vorfinden. Es kann jetzt auch relativ weit oben sein im Haus. Deswegen müssen wir dann auch schon relativ früh ein Augenmerk drauf legen, wie wir hier den Patienten rauskriegen und gegebenenfalls frühzeitig uns die Feuerwehr dazu zu da. Das ist da oben sich richtig beschissen. Man muss hier halt wirklich da rein und es geht ewig weit hoch. Und da komme ich schon quasi nicht mehr vorwärts raus. Da müssen wir echt gucken. Hier kommen wir gar nicht rein. Ah, Mist, das ist da oben. Du musst über die Schwammberg von oben anfahren.
Als wir in die Zielstraße einbiegen wollten, haben wir festgestellt, dass sie unterbrochen war durch Treppen, sodass wir nochmal umdrehen mussten und die Straße von der anderen Seite anfahren mussten. Gerade bei einer Bewusstlosigkeit ist es wichtig, dass man schnell vor Ort ist, um die Lage zu sichern, weil ein bewusstloser Patient kann die Atemwege sich verlegen, das heißt auch durch die Bewusstlosigkeit keine Luft bekommen, durch zum Beispiel seine Zunge, durch Erbrochenes, durch Essen. Und das Ganze kann halt im Zweifelsfall bis hin zu einer Reanimation gehen, wo man dann auch möglicherweise ärztliche Expertise braucht. 28 müsste es sein, jawohl, 28, 30, jawohl. Trotz des Umweges erreichen die Rettungskräfte den Einsatzort in nur 8 Minuten. In dem Fall nehmen wir das gesamte Material mit, also Atmung, Kreislaufkoffer, Absaugpumpe und EKG, weil wir die Situation jetzt von vornherein nicht abschätzen können, ob wir da jetzt noch was davon brauchen. Doch vor Ort erwartet die Lebensretter gleich die nächste Verzögerung. Wir sind zeitgleich mit dem Notarzt am Einsatzort eingetroffen. Dort hat sich dann das Problem ergeben, dass wir das Klingelschild zwar gefunden haben, aber die Tür von unten abgeschlossen war, also die Haustür von innen abgeschlossen war, sodass wir nicht reinkommen konnten. Ah. Ist abgeschlossen. Belgischer Haushalt. Und Tür zu. So verstreichen weitere wertvolle Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden können. Es ist insgesamt häufig so, dass die unteren Eingangstüren nachts abgeschlossen werden. Das ist ein Sicherheitsdenken, aber in dem Fall völlig fehlgeleitet, weil auch die Flucht nach draußen wäre jetzt nicht mehr so einfach. Auch nachts ist es möglich, dass man schnell das Haus verlassen muss, wenn die Wohnung brennt oder wenn es im Haus verraucht ist. Und da kommt man natürlich dann in Schwierigkeiten, wenn die Tür unten abgeschlossen ist. Ach, jetzt wird gerade aufgeschlossen. Gut. Grüß Gott. Okay. Wo dürfen wir denn hin? Die Wohnung ist ganz oben im Dachgeschoss. Notarzt Dr. Martin Schich geht voraus und findet die Patientin bei Bewusstsein. Grüß Gott. Grüß Gott, Le. Schich ist mein Name, ich bin Notarzt. Was ist passiert? Wir sind beim Falschen. Die Patientin hat nicht verstanden, warum wir da sind. Sie konnte sich an das Geschehen nicht erinnern. Bitte? Haben Sie uns gerufen? Ja. Okay. Mädchen, Frau, ne? Notarzt. Genau. Okay. So, grüß Gott, ich bräuchte einmal Ihren Finger. Dankeschön, da kommt ein kleines Gläble drüber. Dann mal den Mund aufmachen, die Zunge rausstecken. Ja. Was war denn anders als vorne? Ja, Sie kamen ins Bett vor. Ist der irgendwie zusammengeklappt gewesen? Nein, nicht, noch nicht, aber. Als er merkte, dass seine Frau nicht mehr reagiert, hat der Mann sofort die 112 gewählt. Inzwischen ist sie zwar wieder ansprechbar, wirkt aber extrem schwach. Notarzt Dr. Schich muss sie erst einmal untersuchen. Tief atmen, jawohl. Ja, super. Und nochmal. Super. Achtung, ich schau mal kurz, ob das unter. Jawohl. Oh, das ist euch. Sie sind ja eingepackt. Und nochmal. Einmal bitte los. Tief atmen. Ja. Nach der notärztlichen Untersuchung hat sich herausgestellt, dass die Patientin in der Klinik weiter abgeklärt werden sollte, was die Patientin aber im Verlauf mehrfach schon verneint hat und klargemacht hat, dass sie nicht mit ins Krankenhaus möchte. Wir können Folgendes machen. Wir können sie mitnehmen, wir können nach ihr gucken. Wenn alles gut ist, kann sie morgen wieder nach Hause. Wenn sie aber, wir wollen sie natürlich nicht gegen ihren Willen mitnehmen. Ja? Mhm. Was sagen Sie? Wollen Sie noch mal mit in die Klinik mit uns kommen, damit wir, weil sicher ausschließen, dass irgendwas Schlimmes ist, können wir nicht. Ja? Also ich kann kaum noch. Ja. Ja. Aber in der Klinik haben wir es besser als hier. Ja. Also ich will wirklich sterben. Sie möchte da bleiben. Und nicht wieder ins Krankenhaus. Kann man Sie da nicht umstimmen? Bitte? Kann man Sie da nicht umstimmen, mitzukommen? Nein. Neu. Sind. Sie müssen nur eins wissen, ja, das muss ja auch Ihr Mann jetzt hören. Wir können nicht mit Sicherheit ausschließen, dass Sie nicht irgendwas Gefährliches haben könnten, an dem Sie auch heute Nacht versterben können. Wenn Sie kurzzeitig bewusstlos waren, kann ich nicht vorhersagen, ob irgendwas Schlimmes dahinter steckt oder nicht. Und wenn Sie sagen, es ist in Ordnung, ich kann auch sterben, das ist für mich nicht schlimm, dann lasse ich sie auch hier. Aber wenn sie sagen, sie wollen
Sie wollen das Risiko nicht eingehen, dann nehmen wir sie mit. Solange ein Patient im vollen Umfang seiner geistigen Fähigkeiten ist, kann ein Patient jederzeit einen Kliniktransport oder eine Behandlung verweigern. Natürlich ist es für uns auch keine schöne Situation, die Patienten so zu Hause zu lassen, wenn sie möglicherweise versterben können. Eine schwere Entscheidung. Gelingt es den Rettungskräften, die Frau umzustimmen? Ich weiß, mir ist es nicht gut in dem Krankenhaus. Ich weiß, aber Ihr Mann hat ja, tut sich auch schwer gerade hier alleine. Dann kommen Sie mit uns mit, oder? Vertrauen Sie mir. Ich nehme Atmung. Sämtliche Überzeugungsversuche bleiben erfolglos. Ich bin doch 90. Das kann halt mal passieren. Ich weiß, mit 90 darf man auch sterben. Aber dann müssen Sie mir sagen, es ist okay für mich. Naja, Sie müssen damit einverstanden sein, dass Sie das Risiko eingehen, heute Nacht zu versterben. Und wenn Sie das tun, dann nehme ich Sie, lasse ich Sie hier. Wenn Sie das nicht tun, dann müssen Sie mit mir mitgehen. Die Patientin hat sich gegen den Kliniktransport gewehrt und uns den Transport verweigert, da sie lieber zu Hause bleiben möchte und auch eben möglicherweise den Tod als Folge in Kauf nimmt. Wie will ich es haben? So, Herr, haben Sie noch mal kurz eine Sekunde? Also, das hat sie gerade gesagt, sie würde lieber hier bleiben und es ist für sie auch in Ordnung zu sterben. Meinen Sie, das ist in Ihrem Sinne, dass wir Sie hier lassen? Ja, wahrscheinlich, ja. Durch Ihr hohes Alter, durch Ihre 90 Jahre, war es einfach für uns auch in Ordnung, dass die Patientin zu Hause bleibt. Sie war reflektiert, sie hat sich schon mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Und für sie war es einfach wichtig, im häuslichen Umfeld zu bleiben, um dort ihre letzten Tage, Stunden, Wochen, Monate zu verbringen. Die Lebensretter helfen, so gut sie können. Auch wenn das manchmal bedeutet, nichts zu tun. Es gab jetzt eine kleine Planänderung. Sie wünscht auch keinerlei Reanimationsmaßnahmen oder lebenserhaltende Maßnahmen. Von dem her, dadurch, dass sie uns das jetzt Ganze mehrmals glaubhaft versichert hat, können wir die Patientin so zu Hause lassen. Der Mann hat auf mich den Eindruck gemacht, dass er unzufrieden mit der Entscheidung ist, aber es auch doch irgendwie akzeptiert und respektiert, die Entscheidung seiner Frau. Wenn die Patientin heute Nacht versterben wird, dann wird es ein schöner und guter Tod werden. Sie wird einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen. Schöner und würdiger Tod und friedlicher Tod.